Howdy doody, Freunde. Willkommen zurück zu Shantae. Ich habe jetzt zwischen die Parts diesen Stein aktiviert. Ganz links unten, der war noch nicht aktiviert. Diesen Bobstein werden wir vielleicht nochmal brauchen. Bin mir nicht ganz sicher. Und mir ist aufgefallen, wenig Leben. Mir ist aufgefallen, dass ich ziemlich dämlich bin, weil wir haben extra Magie gekauft, aber ich habe sie nicht genutzt. Ja, ich habe den Passport. Nein, hör auf. Ich habe den Passport. Hör auf. Ich weiß, dass ich nur den Passport durchkomme. Ich habe ihn. Ja, danke. Dadi, das haben wir das letzte Mal schon angehört. Das ist der Turm, genau. Wir müssen in gewisser Zeit durch. Doch, ich bin fertig. Ah, warum kann das nicht schon auf Ja sein? Bitte, ich... Ist okay. Ja, ich hab gespeichert. Ist okay. Los geht's. Das wird was. Wir haben uns ja verstärkt. Unsere Haare. Also kann das noch was werden. Ich hab keine Ahnung, wie schnell wir letztes Mal waren, aber ich glaube, wir waren da schon langsamer. Bin mir ziemlich sicher, dass wir da schon langsamer waren. Ich meine, es geht nicht auf. Es ist jetzt nicht so, dass es ganz knapp ist, aber es ist schon. Auch nicht. Du darfst da nicht trödeln, auf jeden Fall. Sonst wird's nichts. Ich denke, es ist zu früh für die Magie. Jetzt ist es nicht zu früh für die Magie. Setz ein. Und der Pike braucht nicht von das, weil er uns die Gegner uns umkreist und die Gegner besiegt. Genau. Perfekt. Und das geht. Boah, das war schnell. Leck. Das war gut. Jetzt sollte vielleicht aufhören, wenn wir nicht so viel Magie verbrauchen. Weil ich glaube nicht, dass wir recht viel Magie zurückbekommen in dem. Oh, aber wir haben Magietränke, also so schlimm wäre das auch nicht. Bei euch braucht man den glaube ich nicht, oder? Bei euch, ihr seid sowieso nicht so gut. Vor allem jetzt bin ich noch schneller im Angriff. Und du hast dann gar keine Chance. Perfekt, es läuft bis jetzt. Ich verschrei es wieder. Und dann läuft es wieder. Oh, Magie. Okay, da gibt es doch Magie. Irgendwie logisch, dass es da Magie geben kann. Weil es wäre komisch, wenn überall. Aber nein! What the fuck? Perfekt. Also, im zweiten Versuch, aber. Der war wenigstens perfekt. Zeit. Oh, wir sind über 3 Minuten. Das ist wunderbar. Und da würde ich sagen, Pikeball. Ist nicht der Fehler, glaube ich. Oh ja, genau. Pikeball geht ja richtig schnell dann. Oh ja, cool. Schön. Ich nehme sogar noch die Zeit, dass sie die Gems einsammelt. Was vielleicht der Fehler war, aber ich glaube so knapp. Sammeln wir nicht. Wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei. Ja, komm, wir sind wieder über 3 Minuten. Ich denke. Das hätten wir nur mit Pikeball geschafft. Aha. Aber so geht's auch. Das war nicht schwer, es war nur sehr schmerzhaft. Viel Herzen haben wir liegen lassen. Viel Herzen, was vielleicht. Das ist das nächste Problem. Ja, stimmt, wir haben letztes Mal auch gestorben und nicht die Zeit aus. Stimmt, oh, ja dann. So. Perfekt. Und von oben, ja, perfekt. Was will man mehr? Ich tue gar nichts mehr. Ich stelle mich nur mal hin. Ich stelle mich einfach nur noch hin und sie sterben alle um mich herum. Ja, ich bin übermächtig, aber die Zeit geht mir trotzdem aus. Nicht übermächtig, sondern nur mächtig.
etwas mächtig. Ja. Erst davor. Oh, ich hasse diese Stellen. Es ist nicht so auf präzises Plattformen ausgelegt irgendwie. Obwohl sie sich sehr präzise steuert. Also das muss man schon sagen. Es ist schon sehr Super Mario World. Steuerungstechnisch. Nicht Super Meat Boy Präzision, weil das ist schon perfekte Präzision. Also da die Steuerung von Super Meat Boy ist einfach spot on. Motherfucker. Okay. Herzlichen Glückwunsch, du hast mich zum Griechen gebracht. Nicht zum Griechen, sondern ja, egal. Einfach egal, aber wir schaffen den Turm und das ist toll. So ist, finde ich, ja nett zur Challenge eigentlich, weil es ist irgendwie was. Es erfrischt das Ganze. Deswegen ist Shantae echt. Weiß ich nicht, der Geheimtipp eigentlich nimmer, wirklich, weil. Kennt ja schon jeder Zweite. Und ich sehe schon jeden Zweiten klar, dass das ein gutes Spiel ist. Vor allem für Metroidvania-Fans. Oh, genau, der Blaue. Der kommt jetzt schon. Okay, danke sehr. Danke sehr, dass du mir hart gegeben hast. Aber okay. Ist okay. No problem. Zeit. Tja. Oh, jetzt sind wir schon hart unter die 3 Minuten. Boss? Das war's aber noch nicht. Jetzt ist der letzte Raum. Echt? Nee, oder? Jetzt war auf jeden Fall ein Totenkopf drauf. Und statt einer Zahl, weil sonst ist immer eine Zahl. Okay, jetzt kommen da ganz schön viele Gegner. Ist das der letzte Raum? Das wäre cool, Alter. Dann sind wir richtig gut dabei. Richtig gut. Nice. Tiffen. Perfekt. Warte mal, ist das eigentlich... Ne, es ist kein Dungeon, ich krieg kein Magic Seal, glaube ich. Nein! Ja. Ja, das behalten wir drin, dann wird die Folge nur der Tower. Tut mir leid, Freunde. Tut mir leid, das war ein großer Fehler von mir. Ich bin zu übermütig geworden. Dadurch, dass alles so schön gegangen ist, bin ich zu übermütig geworden. Das war ein Fehler. Scheiße. Aber okay. Dann machen wir alles nochmal. Alles von vorne. Wir haben noch nicht mal einen kleinen Squid gefunden, damit wir unsere Herzen verbessern. Das wäre auch mal wichtig. Ich glaube, 3 sind für eine Herzverbesserung zuständig. Glaube. Und ich glaube, wir hätten schon wirklich finden können. Also so ist es nicht. Und ich muss übrigens die Pike Ball, also diesen Ball, wieder ausschalten. Der schaltet sich nicht von selbst aus. Der läuft ewig, bis man mal hier raus ist. So ein Scheißdreck. Das ist auch nicht so einfach. Es läuft doch alles so schön. Schon frech wie einfach das ist. Und dann am Ende ist natürlich wieder scheiße. Jetzt muss ich überlegen, ob ich da wirklich an Magic Seal kriege, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil es gibt einfach keine Fähigkeit. Und es gibt 3 Fähigkeiten. Es gibt 3 Tänze, 3 Fähigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel klingt und es ist ja nicht viel, aber es ist irgendwie nicht gerade das größte Spiel. Also daher. Geht's. Obwohl eben natürlich im neuesten Teil ordentlich viel Fähigkeiten dabei sind. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber ordentlich viele. Ich glaube mindestens das Doppelte davon, mindestens 6.
Und jetzt sogar mehr, also mehr als mehr Fähigkeiten. Ich glaube, es sind sogar alle dabei, die jetzt da dabei sind. Plus zusätzlich nur einige. Das war schon wieder viel zu knapp und viel zu kacke. Aber das sehen wir dann eben, wenn wir spielen, weil ich habe es ja noch nicht gespielt, aber wir werden es. Wir werden es let's playen. Wir werden es. Und dann so. Ansauen. Und anschauen. Ansauen werden wir es nicht. Zack. Obwohl wir da wieder bei Fanservice wären. Wir uns ansauen. Zack, 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 zack. Das ist echt uncool, was da passiert. Wo laufst du hin? Und warum schlage ich nicht, Alter? Ich bin auch zu dämlich. Ja, ich glaube, das ist die letzte Folge für heute. Also für diese Session. Weil sonst, sonst endet das in einem Desaster. Bei diesem Skill, den ich da jetzt an den Tag lege, ist es echt. Wird das Spiel nicht mehr lang gehen. Aber ich denke, nächstes Mal wird es besser. Vielleicht passiert jetzt nicht so viel Schaden. Vielleicht wäre ganz cool. Vielleicht kriege ich Magie von euch. Das wäre ganz cool. Nee, ich kriege keine Magie von euch. Das ist nicht so cool. Scheiße. Magie, danke. Aber es bringt nicht so viel. Es bringt echt wenig. Ihr mehr erwartet, aber es nur eines ist. Ihr mehr erwartet. Egal. Wie viele Stockwerke hat er gesagt? Wie viele Stockwerke? Dann habe ich nämlich nicht zugehört. Das war vielleicht ein Fehler. Man sollte den Typen schon zuhören, der dir deine Todesprüfung erklärt. Oder eine Todesprüfung. Oh. Beziehungsweise der dir erklärt, wie du durch eine lebensgefährliche Situation kommst. Oh. Das habe ich beim letzten Mal besser gelöst. Da war ich schon über einer. Okay. Aber ich glaube, Herzchen gibt's da. Oder? Bitte zwei. Ja! Ob die Magie auch cool gewesen wäre. Fuck, also. So, es wäre egal gewesen. Das wäre ganz cool, wenn wir es in einem durchschafft. Perfekt. Ja! Magie? Hm, scheiße. Jetzt bin ich drüber gesprungen, weil ich mir dachte, Herzen brauche ich eh nicht. Aber Magie vielleicht. 9, 10, sonst 10 Bereiche. Und der 10. ist jetzt in der Final Chamber. Final Chamber of Doom and Destruction and Death and Despair. Fuck. Oh, oh Baby. Die sind echt assi. Diese 3 Schuss. Biatches. Komm, komm, komm. Perfekt. Perfekt. Was will man mehr? Der blaue war noch nicht. Okay, es sind mehr als 10. Weil der blaue kommt da noch. Und der ist in, nicht im letzten Raum, sondern schon davor. Der blaue Ritter. Nein, nicht der blaue. Der blaue Motherfucker. Der kommt jetzt, oder? Der kommt jetzt, ja. Dann ist der nächste Raum der letzte. Was tue ich? Was tue ich? Schalt den Pikeball ein, Alter. Komm, 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 setz den Scheißdreck ein, setz den Scheißdreck ein. Perfekt. Und ihr setzt beide einen Scheißdreck ein, bitte. Perfekt. Willst du noch? Ah, der Scheißdreck ist so stark. Du bist tot, danke. Herzen oder Magie? Es ist beides sehr, sehr dringend nötig. Ich werde sagen, ein Herz, eine Magie. Danke sehr. Danke, dass du mir wenigstens das gibst, was ich will. Und da ist der Bossraum, genau. Und die geben normalerweise nur die. Oh, hör auf. Oder Herzen. Oder Herzen. Oder Herzen, ist auch nett. Okay, das sind zu viele Herzen. Ich hab nicht so viele Herzen wie Herzcontainer. Fuck. 2 Minuten, wir sind schneller als letztes Mal auf jeden Fall. Oder? Ne, nicht ganz. Ich glaube gleich schnell circa. Ich glaube gleich schnell. Oh, fuck. Das sind 2 und das sind 5. Die werden 5 Gems. Diese großen.
Die Farbe ist, glaube ich, egal bei dem. Oh. Was ihr? Das ihr? Ihr habt mir das Wurmblock, oder? Oder war ich schon bei ihm? Okay, warte. Das machen wir nicht so, Das machen wir nicht so. Hallo? Danke. So, dann machen wir das so. Dann nehmen wir das, dann gehen wir zu dem, dann machen wir es so und dann setzen wir es ein und dann machen wir schnell, weil die Zeit abläuft. Mach schnell. Mach schnell, wir sind unter einer Minute gleich. Wir sind gleich unter einer Minute, komm! Komm. Perfekt. Ja, okay, ich meine, so knapp war es nicht, weil es nur eine Minute übrig war. Aber es war okay. Und dafür kriege ich ein Magic Seal, doch. Und beim zweiten Mal kriege ich ein Gem. Ich glaube. Oder eine Fähigkeit? Nein, Gem. Was es fast nicht wert ist, aber ich glaube, Wonder mache ich das off-camera, weil... Das müsst ihr euch nicht mehr antun. Nicht nur mal. War toll, oder? Looks like we've got the winner. Let's see what you found up there. What's that? A magic seat. Magic wheel. I thought the ammo baron only kept valuable treasures up there. Just chunky chunk. Shoot, that's embarrassing. Disappointed! Tell you what, we've got other stuff up there too. Like actual cash prizes. Something worth your time. So come back anytime for a rematch and I'll set you up with some real prizes you can use. Well, track your best score and all that really makes it worth your while. And just so there are no hard feelings, take this here. Ooh, forest key. Warte mal, forest key? Führt ihr dann da unten in den Forest, kann ich dann rein? No idea what this thing does. Looks old, like something a wood sprite would use to wind their watch. With or some dumb thing. Take it, it's yours. Thanks, Barracuda Joe. You're a lifesaver. Mwah. Wirklich? Oh, okay. Kiss. Don't say kiss to me unless you're actually giving me a kiss. Otherwise, it's just words, okay? Okay. Okay, you're doing it again. Fuck. Get going. And be sure to hit the safe room. First stop on the left. Genau. Und da gehen wir auch noch hin, würde ich sagen, in der Folge, weil es so schön ist. Und weil wir dann da perfekt enden können und alles. Oh, Risky Boots. Oh, okay. Risky Boots! I had a feeling you'd show up. I'm afraid my patience for you is starting to wear thin. Why don't you hand over both magic seals now and save you and your dear uncle from any further unpleasantness? Never! Fine, we'll do this the hard way. You both beg for mercy in the end. You'll see. Wunderbar! Sie kommt, glaube ich, jedes Mal, wenn wir sie haben, einfach nur bei sie glaubt, wir übergeben sie. Nicht unbedingt die klügste. Schön, und das war's dann. Howdy doody, bis zum nächsten Mal bei Shantae. Riskies. Revenge.